der Weihnachtsmann. Die Ausstellung «Der heilige Nikolaus» soll die ursprüngliche Tradition wieder näher bringen. Nikolausfest ist bei uns ein traditioneller Brauch in der Region und im Land. Und es ist verbunden mit dem Leben vom heiligen Bischof Nikolaus aus Kleinasien. Der Inhalt von dem Brauch geht mit der Zeit langsam verloren. Der Nikolaus wird vielfach ersetzt durch einen Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann hat hauptsächlich kommerzielle Zwecke. Und umso wichtiger ist es, dass man die Entstehung von dem Nikolausbrauch und Kult den Leuten wieder neu bringt, vor allem auch den Kindern, damit sie wissen, was der Inhalt von dem Fest ist. Die Privatuniversität Liechtenstein ist mit einem Professor für Kardiologie und Stoffwechsel bereichert worden. Schon nächste Woche wird er über Herz- und Kreislauferkrankungen referieren. Ich werde nächsten Donnerstag, am 23. Oktober um 19.30 Uhr hier in der Liechtensteinischen Musikschule in Triesen darüber sprechen, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen entstehen und wie sie verhindert werden können. Das ist ein extrem wichtiges Thema. Man kann damit die häufigste Todesursache in unserer Region verhindern, nämlich eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Nach 6 Jahren Pause sind die Urocker im Verno wieder zurück. Am Samstag ist es soweit, dann würden sie die Bühne rocken. Nervosität hält sich noch in Grenzen, aber es wird sich noch ändern. Es gibt immer so verschiedene Phasen. Das ist einmal ganz unmittelbar, bevor das Konzert anfängt. Da geht der Puls nochmal auf, dann ist man nochmal ein bisschen kribbelig. Während der Show, wenn das erste Stück angelaufen ist, dann läuft das Programm ab. Dann sind wir so beschäftigt, dann kommen wir eigentlich gerne groß studieren und geniessen. Und dann ist es noch die Afterparty natürlich, die gehört auch dazu. Für Kurzentschlossene haben wir noch knapp 100 Plätze frei, sind Stehplätze für den Samstag. Unter www.sal.li könnte man die noch kaufen.